Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach. Auch wenn das jetzt vielleicht für euch so aussieht, als hätte ich diese Folge direkt im Anschluss angenommen, ist das für mich eine neue Aufnahmesession. Wir befinden uns, ich fasse mal zusammen, damit ich selber auf Stand komme, immer noch im Januar. Es sind noch einige Aufgaben im Production Info. Ich weiß, dass wir in der letzten Folge gerade die erste Version unseres... Auch cool, da hinten sieht man unsere Fahrzeuge an der Halle. Die erste Version unseres Gärreste-Überladeprozesses gestartet haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit einem guten Gefühl aus der letzten Folge rausgegangen bin. Das heißt, das scheint funktioniert zu haben. Der fährt jetzt hier noch zu Eingang. Das ist der neue Punkt, den ich hier gesetzt habe, damit er möglichst nah beim Ein- und Ausgang das Feld verlässt bzw. aufs Feld wieder drauf fährt. Er füllt jetzt also seinen Gülleanhänger bzw. Gärreste-Anhänger auf und wird dann irgendwo da hinten hinfahren, um entsprechend weiterzumachen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, dass er das jetzt auch an der richtigen Stelle macht. Aber wir gucken einfach gleich nochmal. Springe nicht so weit weg. So. Bäckerei Knus braucht Zucker. Easy. Fütterungsroboter Mineralfutter. Okay. Dessertfabrik Zucker auch easy. Heu. Jawohl. Butter auch in Ordnung. Eier ist nach wie vor ein Problem. Ist aber an Tag 18. Also müssen wir dann mal schauen. So. Ich habe in den Kommentaren den Hinweis bekommen, dass... Also mehrere von euch haben sich wieder mit dem Thema Hühnerstall beschäftigt und warum der Hühnerstall kein Mist gibt. Einige von euch haben gesagt, es ist der falsche Misthaufen. Wir haben aber alle durchprobiert in irgendeiner Folge. Ich weiß aber leider nicht mehr in welcher. Und der Hühnerstall hat tatsächlich im Moment hier kein Stroh. Das war auch ein Hinweis. Bin mir aber ziemlich sicher, dass wir hier Stroh eingekippt haben. So, ja, in den hier nämlich. Den hier. Also dieser Hühnerstall hat Stroh, der hier hinten nicht. Das können wir gleich auch nochmal machen. Und der Kleine fährt hier weiterhin Wasser. Das lassen wir auch ruhig machen. So. Und dann parke ich mal ein bisschen was weg. Lasst uns mal anfangen zu arbeiten. Und relativ viele Fahrzeuge stehen recht kraut und rübig in der Gegend rum. 50.000, der pflügt hier noch das letzte Feld und dann muss hier, glaube ich, noch Kalk drauf. Ich muss mich erstmal wieder... Hier muss, glaube ich, auch gekalkt werden, ne? Ja, und wenn der gleich fertig ist, ist das der nächste Schritt. Dafür kann ich den... Ja, wir gehen mal einmal durch. So, der hat aufgefüllt. Okay, dann gönne ich mir die 2 Minuten und gucke, ob er in die richtige Position fährt. Von der Seite so. Oh, ganz schön dreckig, der Staubfilter. Das würde ich mir auch wünschen für ein LS25, dass es solche Sachen gibt. Also so, wir hatten ja vor einigen Folgen schon mal drüber gesprochen. Schmiernippel nachschmieren wäre cool. Luftfilter reinigen. Interieur auspusten. Ölstand kontrollieren natürlich. Da gäbe es schon das ein oder andere, was man an Fahrzeugpflege noch reinbauen können. Ich weiß, vieles gibt es als Mod. Aber ich wünsche es mir einfach in einem neuen Spiel. So, die Richtung sieht erstmal sehr gut aus. Hört ihr das? Klingt alles ein bisschen matschig. Cool. So, er fährt an die perfekte Position. Und da das jetzt wunderbar funktioniert, besorgen wir uns jetzt ein neues Fass für diesen Kollegen hier. Beziehungsweise, er soll ja eigentlich jetzt erstmal kalken, ne? Eieieiei. Kalken können auch andere. So, du bist hiermit fertig. Lassen wir den hier einfach stehen, ja, ne? So, der will abladen. Kann er nicht, weil hier voll, also wartet er hier. Gut. Sehr gut. Äh,
Ja, wisst ihr was? Ich nehme den einfach schnell, um ein ganz bisschen Stroh zu holen. 50.000 Liter. Ist ja gar nicht so wenig. Stroh. Haben wir hier Stroh drin? Müssten wir eigentlich. Häckselgut, Hackschnitzel, Lage, Heu, Stroh. Ja, eine gute Million. Ich mach mal nicht ganz so viel. 20.000. 20.000 soll reichen. Um es auszuprobieren, allemal. Oh, wie fahre ich da am klügsten ran? Am besten von hier hinten. So. Stroh. Überladen. Okay. 20.000 Liter Stroh. Mach mal, ich spule mal die Zeit vor. Bisschen zumindest. Aber ich ahne schon, was hier passiert. Warte mal bis zur nächsten vollen Stunde. Manchmal triggern die nur zur nächsten vollen Stunde. Nein, auch hier passiert leider wieder nichts. Irgendwie funktioniert das nicht. Aber ist nicht schlimm. Also wir haben genug Mist. Das ist also gar nicht schlimm. Okay, der steht da mit dem Kleinen. Das ist jetzt Dessertfabrik. Erdbeeren ist dazugekommen. Die Dessertfabrik ist jetzt auf einem Level, wo ich sage, Hut ab. Und... Ach ja, den anderen LKW haben wir ja, ist klar. Der fährt ja so, das passt auch. Okay, so müssen wir noch, das müssen wir nicht. Aber in dieser Folge soll es jetzt endlich soweit sein, bevor ich es wieder vergesse. Wo ist der Trigger? Hier. Wir upgraden unsere Biogasanlage. Upgrade für 1,65 Millionen Euro. Upgraden wir die Biogasanlage auf Level 2. Guckt nochmal hier. Also wir haben 24 Zyklen aktuell. Es müssten 48 werden. Und die entsprechenden Lagerstände müssten sich verdoppeln. Raus mit dem Geld. So, die ist jetzt natürlich dann nicht mehr bei Level 1 zu finden, sondern bei Level 2. Und hier ist alles schön, schön groß. 51 sind immer so 10% mehr oder so 11%. Und hier ist definitiv auch... Ach so, hier hat es sich schon vervierfacht. Genau, das habe ich ja mal erzählt. Die Lagerstände habe ich ein bisschen angepasst. Die werden also deutlich größer als ihre Verbräuche, damit wir auf dieser Karte es dann hinbekommen, dass die Meldungen da oben auch mal verschwinden. Ansonsten, wenn die linear skalieren würden, hätten wir immer das gleiche Problem. Schön ist jetzt 51 Zyklen, das werden wir merken. Das wird richtig Geld bringen. Und im Gegenzug heißt das, dass auch unser Kollege Superliner direkt wieder loslegen kann. Stopp, kannst du mal einmal das ausgeben, was du dabei hast. Denn die Biogasanlage verbraucht ja jetzt deutlich mehr. Das heißt, wir müssen auch ganz ordentlich jetzt erstmal hier Kram reinschaffen. Mist tatsächlich und Zuckerrüben, Schnitzel und Silage. Sehr cool. Also, das wird spaßig. Zuckerrüben, Schnitzel, das sind auch so viele. Das mache ich hier nicht mit dem. Wir brauchen also ein paar von unseren Arions. So, mein lieber Freund, du beginnst mit... Und da steht auch einer, dann können wir da gleich den zweiten nehmen. Der Fendt ist hinten drauf gekachelt, Ast rein. Der muss zur Werkstatt, also müssen wir hier erstmal Platz machen. Punkt Nummer 1, du fährst Mist bitte. Du fährst Mist. Und zwar von den Kühen Mist aufladen zur Biogasanlage. Input Mist. Sehr schön. Nee, Moment mal. Du hast das schon drin, ne? Du hast auch Mist schon drin. Dann machen wir das genau anders. BG Input Mist ist schon drin. Mist aufladen, dann bist du derjenige. Und du bist derjenige, der zu Silo Output fährt. Und Zuckerrüben Schnitzel dabei hat. Den stellen wir hier. Der kann zum Händler fahren, Mineralfutter holen.
So. Sehr schön. Okay, also, wie viel Geld haben wir noch? 268.000 reicht das jetzt für den neuen Güllewagen? Ich hätte ja gern den hier hinten, den großen. Den Kote ist das, glaube ich. Nee, Garant, doch Garant. Kotte. Da brauchen wir 189, sind 200, also sagen wir mal 300.000. Die haben wir ganz knapp nicht. Da müssen wir es nächsten Monat machen. Dann kaufen wir uns den. Du bist hier angekommen und kannst hier auch erstmal stehen bleiben. Also Zuckerrübenschnitzel, darum wird sich gekümmert. Mist, darum wird sich gekümmert. Silage, darum wird sich gekümmert. Bäckerei, Knust braucht Zucker. Jo, den einen Wagen, der das am besten machen würde, der holt gerade Mineralfutter. Du fährst hier rum, du fährst hier rum. Du stehst hier. Dich können wir doch benutzen. So, du bist hier falsch. Eieiei. Wem ist es aufgefallen? Mir erst jetzt. Wir müssen zur Zuckerrübenschnitzelanlage, Zuckerrübenschnitzel-Output. Logisch, ne? Abkürzungen sind das Wichtigste in so einem Spiel. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob wir noch einen so einen normalen Aufladerhänger haben. Besten wäre mit Autoload. Und nicht den großen. Ich weiß, eine Menge Wünsche auf einmal. Haben wir auch nicht. Hier haben wir grüne, graue und orange Anhänger, was alles so sein muss. Arbeit beendet. Ja, das habe ich befürchtet. Dann können wir mit dem Kalken beginnen. Und Kalken wird auch bedeuten, dass wir Kalk besorgen müssen. Und zwar nicht zu knapp. Und wenn wir dann... Oh ja, er hier. Also das funktioniert astrein und ich glaube, das dauert zwar schon etwas länger als mit dem Mineraldünger, weil geringere Weite und dieses ewige Nachfüllen. Aber ist quasi gratis. Was hat er jetzt hier? Ah, es geht bergauf. Hä? Was tut es? Ich hatte ihn gerade noch gelobt. Ich guck mal weg. Mineralfutter. Paletten. Mineralfutter. Stehe nach wie vor nicht, wieso man hier nicht 8 Paletten auswählen kann. Ist ja gar nicht nervig. So, Containertyp alle. Okay. Was war das jetzt? Shift R. Okay. Hast du noch einen drüber? Jawohl. Komisch, es ist einfach ein anderes Autoload-System. Ich dachte, die referenzieren sich alle auf das gleiche Autoloading, aber tun sie anscheinend nicht. So, 12.600 Liter Mineralfutter muss zu Kühewasser, glaube ich. Kuhwasser. Gut, das ist der eine und sein Kumpel. Für den haben wir jetzt nur keinen Anhänger, ne? Dessertfabrik Zucker. Biogasanlage braucht Gülle. Ah. Dessertfabrik, ah ja, unglaublich. Unglaublich, was da los ist. Und Holz verkaufen ist vielleicht auch eine gute Idee. Vielleicht kommen wir dann doch. Aber ich glaube, ich brauche vorher noch... Wobei die Gülle hält einen Tag. Das können wir also auch morgen machen. Denn der fährt ja jetzt im Moment gerade Düngemittel.
Dann brauchen wir noch einen Feldrandcontainer. Ich würde bei den großen Feldern das nämlich überall so aufbereiten, diesen Feldrandcontainern. Und bei den ganz großen Feldern, die dann demnächst auch kommen, möchte ich sogar so eine kleine, so ein Outpost bauen. Also da wird es dann definitiv wieder mal die Deko-Tante McCracken geben, der sich dann so ein bisschen so wie so eine Art, ja, Outpost halt, ne? Muss nicht groß erklären. Also so ein, da machen wir dann ein Silo hin, ein richtiges, und ein Haus und so weiter und eine Werkstatt, eine Tankstelle, alles das, was man so braucht, damit wir dann an den großen Feldern auch vernünftig arbeiten können, weil das wird schon spaßig genug, das mit den entsprechenden Fahrzeugen hin und her zu schaffen. Da brauchen wir dann die gewisse Infrastruktur vor Ort. Dafür sind die Wege einfach zu weit, meiner Meinung nach. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und das sind wieder knapp 30.000. Ich glaube, so ein zweiter Gülleausbringer, das wäre schon echt klasse. Einmal zum Export-Hafen. Okay, so. Zurück zum Axion. Gut, okay. Ich weiß nicht genau, was er hier tut. Soll ich den anderen jetzt was anderes machen lassen? Hier sind 65.000 Liter drin. Eigentlich nicht, ne? Ich könnte natürlich auch noch so einkaufen. Denn den hätten wir ja hier. Der hat 428 PS. Zieht der auch den großen? Oder kaufe ich noch einen kleinen? Irgendeinen von denen haben wir doch hier, ne? Den. Okay, ist gar keine PS-Zahl angegeben. Der hat 30 Kubik. Und der große? 32 Kubik macht eigentlich nicht den Unterschied, ne? Warum habe ich den gekauft? Ach so, weil der für LKW ist. Ja. Das macht Sinn. Hm, ja. Zur Feldausbringung. So habe ich dann. Jetzt muss ich aber doch. Nee, ich habe völlig falsch geguckt. Sorry. Sorry. Wo ist der, den wir im Besitz haben? Das ist der, klar, aber das ist der nicht, sondern. Der hier. Der hat 16 Kubik. So, jetzt wird auch ein Schuh draus und braucht 150 PS. Okay. So, und der große hier, der braucht dann mindestens das Doppelte. Ja, 400 PS hätte der, ja. Der hier könnten wir versuchen. Ich würde sehr, sehr gerne noch einen zweiten auf das Feld schicken. Die Vorbereitungen für das entsprechende zweite Fahrzeug sind ja getroffen. Er ist hier auf einer Doppelfahrzeugspur. Aber das gucken wir uns alles in der nächsten Folge an. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.